Was geht ab YouTube? Ihr seid wieder bei LiftYour. Passend zu meinem Alles, was du über Ernährung wissen musst Video, darf natürlich ein Alles, was du über Krafttraining wissen musst Video nicht fehlen. Dafür werden wir jetzt mal die 5 wahrscheinlich am häufigsten aufkommenden Fragen auf das Nötigste reduziert abhandeln. Begonnen mit, was sollte ich überhaupt machen? Training mit freien Gewichten, Maschinentraining oder ein Mix? So viel sei schon mal vorweggenommen. Die Antwort auf diese Frage lautet im Grunde genommen, alles kann, nichts muss. Um Muskeln und Kraft aufzubauen, steht es außer Frage, dass wir einen Widerstand überwinden müssen, der uns progressiv fordert, also über die Zeit. Und diesen Anspruch erfüllen sowohl Maschinen als auch freie Gewichte. Ist es ein Ziel, in einen Sport wie Powerlifting, aka Kraft-Dreikampf, aka KDK, einzusteigen, dann wirst du zwangsläufig Übungen wie Kniebeugen, Bankdrücken und natürlich Kreuzheben erlernen müssen, aber auch darüber hinaus bieten dir diese Übungen sehr viele Vorteile, sobald du sie beherrschst. Das liegt daran, dass solche Art Verbundübungen oder auch Compound Movements genannt, mehr Muskulatur auf einmal involvieren und dadurch auf lange Sicht betrachtet in der Regel mehr Freiheiten lassen, um deine Progression, also deinen Fortschritt über die Zeit zu gestalten. Mal ganz abgesehen davon, dass mir doch einige wahrscheinlich zustimmen würden, dass sie mehr Spaß machen als rein isolierte Übungen, sobald man sie beherrscht. An der Stelle muss ich den lieben Frank Täger, liebe Grüße gehen raus, mal zitieren. Und zwar, Spaß kommt mit Kompetenz. Soll heißen, wenn du besser in einer Übung bist, wirst du höchstwahrscheinlich auch mehr Spaß dran haben. Das Beherrschen der Übungen ist hier generell das Stichwort, wenn es darum geht, ein Szenario herzustellen, in dem es dir überhaupt gelingt, deine Muskeln zu überladen und sie dadurch zum Wachsen zu bringen. Wenn es dir also nur darum geht, für deinen Urlaub in 2 Monaten etwas muskulöser zu sein, dann bist du mit einem reinen Maschinentraining, das eben kaum Bewegungslernen bedarf, eventuell besser bedient. Am Ende des Tages bietet es sich natürlich an, beides zu kombinieren. Während Grundübungen, wie der Name schon sagt, das Grundgerüst des Trainings darstellen und den Körper vor allem auch aus einer funktionellen Betrachtungsweise fordern, können Maschinen dazu genutzt werden, zusätzliche Widerstände herzustellen. Was uns natürlich zu der Frage führt, wie oft sollte ich einen Muskel denn jetzt in der Woche trainieren? Im Krafttraining scheint es eine sogenannte Dose-Response-Relationship zu geben, was so viel bedeutet wie, einen Muskel einmal pro Woche trainieren ist besser als gar nicht. Einen Muskel 2-mal pro Woche trainieren ist wahrscheinlich besser als 1-mal. Und ob ein Muskel 3-mal pro Woche trainieren besser ist als 2-mal, ist dann schon wieder gar nicht so genau gesichert. Es könnte besser sein, es könnte im Gegenteil aber auch schlechter sein, je nachdem, wie hart die Person ihren Muskel im Training rannimmt, wenn ihr versteht, was ich meine. An Aussagen wie dieser hier, dass unsere Muskelproteinbiosynthese, also der Vorgang, der überhaupt für unseren Muskelaufbau zuständig ist, gute 24 bis 48 Stunden nach dem Training erhöht aktiv ist. Sollte man sich aber auf jeden Fall nicht orientieren, denn neuere Untersuchungen zeigen, dass die Hochregulierung der Muskelproteinbiosynthese viel eher mit der akuten Reparatur von Muskelschäden in Verbindung zu stehen scheint, während diese Muskelschäden aber nicht zwingend mit dem Mehraufbau von Muskulatur zusammenhängen. Wird zudem die reine Synthese von Muskelfasern an sich, also dem, worum es uns geht, in Form der myofibrillären Proteinbiosynthese betrachtet, dann scheint diese sogar konstant, wenn für die Muskelschäden kontrolliert wird. Soll heißen, es macht durchaus Sinn, einen Muskel bzw. den ganzen Körper mindestens 2-mal pro Woche zu trainieren. Wenn du das Ganze aber nur 1-mal die Woche tun möchtest, dann heißt das auch nicht unbedingt, dass du viel schlechtere Ergebnisse erzielen wirst. Zugegeben, hier fehlen auch schlichtweg noch die Langzeitdaten, um wirklich handfeste Aussagen manifestieren zu können. Alles kann, nichts muss. Ein jedoch sehr gutes Argument für ein mehrfaches Trainieren des ganzen Körpers innerhalb der Woche, besonders wenn du dich dafür entscheidest, Grundübungen als Basis deines Trainings zu etablieren, ist der Umstand, dass ein vermehrtes Bewegungslernen dich eben viel besser machen wird in diesen Übungen. Im Umkehrschluss bedeutet ein Besserwerden in bestimmten Übungen, dass du schlichtweg höhere Lasten verwenden und mehr Volumen akkumulieren kannst, also mehr Gesamtarbeit, was im Umkehrschluss wiederum zu mehr Muskel- und Kraftzuwächsen führen sollte. Aus diesem Grund solltest du auch davon absehen, deine Übungen zu häufig zu wechseln, denn wer seine Übungen häufig wechselt, wird nicht gut in diesen Übungen. Und in welchem Wiederholungs- und Satzzahlbereich sollte ich trainieren? Die Range, in der Muskeln aufgebaut werden können, ist ziemlich großzügig, um nicht zu sagen, zwischen einer bis bummelig 20 Wiederholungen ist im Grunde alles möglich. Allerdings wird auch der gewählte Wiederholungsbereich
indirekt wiederum die Satzzahl vorgeben. Das liegt daran, dass mit weniger Wiederholungen in einem Satz logischerweise mehr solcher Sätze ausgeführt werden müssen, um ein gewisses Gesamtvolumen zu erreichen. Umgekehrt werden natürlich weniger Sätze notwendig, wenn mehr Wiederholungen ausgeführt werden. Eine ganz klassische Empfehlung sieht vor, dass in den Grundübungen 4-6 Sätze a 4-6 Wiederholungen ausgeführt werden, sowie 2-3 Sätze a 8-12 Wiederholungen in sogenannten Assistenzübungen, sodass ein Muskel in einer Einheit mit etwa 40-70 Gesamtwiederholungen abgedeckt wird. Aber alles kann, nichts muss. Sollte ich dabei das Muskelversagen erreichen? An sich ist es gar kein Problem, bis zum Muskelversagen zu trainieren, besonders wenn dadurch sichergestellt wird, dass der Trainee nicht zu oft unter seinen Möglichkeiten bleibt und sich letztendlich auch wirklich anstrengt. Allerdings kann eine solche Herangehensweise mit einem Ausmaß an Muskelschäden einhergehen, das nicht mehr förderlich für uns ist und wodurch wiederum im Umkehrschluss die Progression erschwert wird, besonders in einem Training, das auf Grundübungen ausgelegt ist. Wenn du mich fragst, sollte dahingehend ein Muskelversagen nicht zu oft angestrebt und vor allem eher auf kleinere Muskelpartien beschränkt werden. Aber hey, alles kann, nichts muss, gell? Wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Möchtest du den aus meiner ganz persönlichen, bescheidenen Sicht sinnvollsten Weg einschlagen und dein Training auf Grundübungen auslegen, hast demnach aber noch keine Erfahrung mit diesen Übungen gemacht, dann bietet sich eine klassische sogenannte lineare Progression an. Diese findet sich in Einsteigerplänen wie Starting Strength von Mark Rippetoe oder dem Mass-Plan von CodeFitness.de. Diese Pläne eignen sich perfekt, um dein Bewegungslernen zu schulen und um grundlegende Kraftfähigkeiten zu entwickeln, die wiederum als Grundlage dienen für den weiteren Kraft- und Muskelaufbau. Ob du gleich im Anschluss alle meine Technikvideos durchsuchtest, deine lineare Progression startest und morgen direkt an einem Powerlifting-Wettkampf teilnimmst, oder ob du sagst, fuck drauf, ich habe mehr Spaß an meinem Fünfer-Split und ich keul mir einen drauf, nach dem Leg-Day keine Treppen mehr laufen zu können. Ein Faktor übertrumpft alle weiteren und er unterscheidet den Lauch von dem Typen, der nicht mehr durch die Tür passt. Adhärenz. AKA, trainier verfickt nochmal hart, und tu es regelmäßig. Das war's mit dem Video. Hit that like button, share the shit, do whatever with it. Wir sehen uns im nächsten. Abonnieren und montieren. Peace.